du dich am Ende doch. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und habe gar nicht viel Zeit, nur 25 Minuten, maximal 25 Minuten. Das ist auch eine interessante Einschränkung. Deshalb mache ich gar keine großen Präliminarien vorher, außer mich natürlich für die Einladung tatsächlich bedankt zu haben. Ich zitiere aus dem Einladungsschreiben. Also Sie haben ja einen Auftrag an mich, sonst ist ja unklar, warum Sie mich einladen. Also Sie könnten mich aus anderen Gründen einladen, weil ich ein netter Kerl bin, das wäre auch ein guter Grund, oder weil ich lange Sätze sagen kann und meistens das Subjekt zum Prädikat passt. Aber es gibt andere Gründe und der liegt unter anderem in einem Begriff, der schon gefallen ist. Ich habe öfter behauptet, dass der Gegenstand dessen, womit wir uns beschäftigen, mit wir meine ich, die Sozialwissenschaften, die sich mit Transformationsfragen beschäftigen. Also andere Wissenschaften beschäftigen sich, wenn es um Transformationsfragen geht, mit anderen Dingen, zum Beispiel mit naturwissenschaftlichen Fragen oder mit psychologischen Fragen oder mit ähnlichen Dingen. Als Sozialwissenschaftler ist der Gegenstand nicht die Pollution, sind nicht die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge, sondern die Gesellschaft, die dort transformiert werden soll. Oder besser gesagt, die sich selbst transformiert, weil alle Transformation in der Gesellschaft stattfindet, durch die Gesellschaft selbst, was ein interessantes Innenverhältnis ist, aber meistens in der grammatikalischen Form eines Außenverhältnisses diskutiert wird, was damit schon eine, sagen wir mal, Schieflage produziert, die womöglich den Gegenstand nicht angemessen beschreibt. Also, aus dem Einladungsschreiben wurde ich gebeten, eine Trägheitsanalyse zu machen, falls es so etwas gibt, so haben Sie das geschrieben. Ich habe den Begriff der Trägheit öfter benutzt in dem Zusammenhang, ich werde das gleich nochmal sagen. Und dann steht da der Satz, was muss passieren, dass sich die Routinen in den Routinen verändert? Wie aus den Rollen- und systemtypischen Reflexen herauskommen? Wie geschieht das? Und am Ende sollte ich noch ein paar Konsequenzen für die Wissenschaft formulieren. Also ich versuche mich tatsächlich an den Auftrag zu halten und da genau darüber zu reden. Und ich möchte das tatsächlich mit einem offenen Visier machen und keineswegs mich damit begnügen, wie soll ich sagen, in einer Art von Dringlichkeitskommunikation zu zeigen, wie wichtig das Thema ist. Natürlich ist es wichtig, sonst würden wir nicht darüber sprechen. Aber mich interessiert als empirischer Sozialforscher, als der ich hier spreche, vor allem, dass der Gegenstand, mit dem man es da zu tun hat, sich während der Transformation selbst verändert. Und zwar nicht unbedingt nur in die Richtung dessen, was die Transformatoren gerne hätten. Wir haben es mit einem Gegenstand zu tun und Wissenschaft fängt an mit Gegenstandskonstitution. Das gilt übrigens auch für die Naturwissenschaften. Auch Naturwissenschaften müssen genau beschreiben, was sie denn eigentlich für Parameter verwenden, um zum Beispiel den Klimawandel zu beschreiben, um Wärmehaushalte auf der Erde zu beschreiben oder die Folgen auf Vegetation oder Tiere und Menschen zu beschreiben. So müssen die Sozialwissenschaften sich zunächst mal Rechenschaft darüber ablegen, worüber sie eigentlich reden, wenn sie über den Gegenstand reden, den wir normalerweise eine Gesellschaft nennen. Es sieht erstmal so aus, als wüssten wir alle, was das ist. Oder über die Demokratie. Und es sieht im ersten Moment so aus, als wüssten wir, was das ist. Und ich fürchte, dass ein großer Teil der Debatte davon fast nichts weiß. Und ich sage das in so extremer Art und Weise, weil die Transformationsdiskurse, und das war ja auch der Auftrag zu sehen, wie laufen diese Diskurse zurzeit eigentlich ab, das große Problem haben, dass wir als wissenschaftliche Beobachter die gleichen Begriffe verwenden wie die Selbstbeschreibung des Gegenstandes selbst. Also der Gegenstand selbst bezeichnet sich auch als Gesellschaft und er bezeichnet sich auch als Demokratie und er bezeichnet sich auch als eine Form, die gewissermaßen etwas will oder nicht will. Sie beschreibt zum Beispiel etwas als Zumutung. Das ist ja einer der Begriffe, der heute eine Rolle spielen soll. Und das große Problem besteht darin, wann ist man in der Sprecherposition eines wissenschaftlichen Beobachters und wann ist man Teilnehmer. Und ich versuche explizit, versuchsweise, kein Teilnehmer zu sein, während ich hier spreche. Und das hat natürlich Konsequenzen. Einige Sätze zum Begriff der Trägheit. Ich habe öfter darauf hingewiesen, dass der Gegenstand der Sozialwissenschaften notwendigerweise immer, egal bei welchem Thema, mit Trägheitsmomenten zu tun hat. Die Selbstbeschreibung von Menschen besteht vor allem darin, dass sie, und zwar sind das Semantiken, die wir sehr gut gelernt haben, eigentlich die Gesellschaft als ein Aggregat beschreiben, das aus Menschen besteht, die wir ja auch selbst sind, wenn wir sprechen. Es könnte ein großer Fehler sein, zu denken, dass die Gesellschaft aus Menschen oder aus Individuen besteht. Sie besteht aus dem
man könnte sagen, Wechselwirkungen von einzelnen Zurechnungspunkten, die eine Eigendynamik entwickeln, die sich den menschlichen Handlungen, die immer individuell zugerechnet werden, entziehen. Und wenn Sie meinen, das sei eine zu starke Abstraktion, dann kann ich nur sagen, diese Zumutung, da ist der Begriff, muss man aushalten, wenn man überhaupt den Gegenstand beschreiben will, von dem wir hier reden. Weil es geht ja nicht einfach um individuelle Verhaltensdispositionen, dass wir uns ändern. Man könnte übrigens dort beginnen, wie Sie an mir sehen können, Sie haben mich nur kurz gesehen, bin ich zum Beispiel für mein Gewicht zu klein. Ich weiß genau, wie ich wachsen könnte. Also, wie man das Verhältnis zwischen dem einen Parameter und dem anderen, geht schon das Fenster zu, zwischen dem einen Parameter und dem anderen verändern könnte. Und es ist hochinteressant, dass Wissen alleine nicht reicht, um dieses Problem zu lösen. Ich habe mit dem Problem mein ganzes Leben zu tun und wahrscheinlich hat noch nie jemand in dem Raum so viel abgenommen wie ich, weil das Problem genau darin besteht, dass Aufmerksamkeitsphasen gegenüber Nicht-Aufmerksamkeitsphasen sehr ungleich verteilt sind und man das Ergebnis dessen, was man erreicht hat, dann, wenn man sich an die Dinge gewöhnt hat, eigentlich wieder verschwinden. Und ich will nicht über mich reden, sondern ich will darüber reden, wie denn eigentlich so etwas wie Veränderungsdynamiken in Entitäten, die selbst auf die Veränderungswünsche reagieren, durch Trägheit zu bestimmen sind. Trägheit ist kein Programm. Es wird mir oft vorgeworfen, wenn ich sage, man muss mit der Trägheit rechnen, wenn wir über Transformation von Gesellschaft reden, als wolle ich ein Bremsprogramm machen oder so etwas. Ja? Also als wollte man sagen, Leute, jetzt macht man nicht so schnell, das ist ja irgendwie alles viel zu anstrengend und das überfordert die Leute. Nein, nein, ich rede auch gar nicht von Leuten. Ich rede darüber, dass Routinen in der Gesellschaft ganz offensichtlich ein Eigenleben besitzen, dass man sehr interessant daran erkennen kann, dass es einen riesigen Gap gibt zwischen dem Wissen, das wir haben, und dem Handeln, das dann am Ende als Aggregat, nicht nur als einzelnes Handeln, dabei herauskommt. Und es ist vielleicht ganz lohnend, das bei weniger dramatischen Fragen als denen, mit denen wir jetzt hier zu tun haben, zu rekonstruieren, schon Alltagsveränderungen ganz banaler Natur, wo man jetzt gar nicht von großen Zumutungen reden würde, sind schwieriger als, sagen wir mal, Verhaltensweisen durch Wiederholung zu bestätigen. Man kann das übrigens in verschiedenen Theorien rekonstruieren, die zeigen, dass es einen Bedarf an Bewusstheit, also nicht an Bewusstsein, das ist eine evolutionstheoretische Frage, sondern an Bewusstheit nur in den Momenten gibt, in denen Unerwartetes geschieht und dass sich die Dinge, die sich verändert haben sollen, erst dann eine Veränderung im engeren Sinne sind, wenn man auf Reflexion verzichten kann. Ich will mal ein Beispiel nennen aus einem Bereich, der sozusagen eigentlich, wie soll man sagen, unter Strafe steht, nämlich das Automobilfahren. Sie haben vielleicht alle einen Führerschein oder die meisten von Ihnen. Also ich habe einen, ich habe sogar ein Auto. Und wenn Sie Autofahren lernen, dann müssen Sie bremsbereit sein an Situationen, wo rechts vor links herrscht. Und Sie müssen das, wenn Sie das noch nicht können, bewusst tun. Spätestens dann, wenn Sie es können, machen Sie das nicht bewusst, sondern quasi automatisch. Das heißt, gelernt haben Sie das erst und Sie sind erst dann ein Automobilverkehr-Teilnehmer oder Teilnehmerin, auf den man sich verlassen kann, wenn Sie auf Reflexion verzichten können. Und fast alle Lernprozesse laufen so ab. Ich hätte auch das Beispiel des Lernens einer Fremdsprache nennen können. Ja? Also eine Fremdsprache können wir erst dann, wenn wir nicht reflektieren müssen, ob denn eigentlich im Englischen, ich hadere im Englischen immer noch mit den Vergangenheitsformen, die ganz anders sind als im Deutschen. Ja? Und ich kann eigentlich ganz gut Englisch reden, das ist schon okay, aber da mache ich immer noch Fehler. Und wenn ich so anfange, darüber nachzudenken, dann ist während des Sprechens das Sprechen viel schlechter, als wenn ich das so kann, als müsste ich sozusagen nicht darüber nachdenken. In der Muttersprache benutzen wir grammatikalische Formen, die wir womöglich gar nicht erklären können. Und jetzt denken Sie, jetzt ist er vom Thema abgewichen. Ist er nicht. Er ist nicht vom Thema abgewichen, weil ich versuche zu beschreiben, dass dieser Gegenstand, mit dem wir zu tun haben, den wir transformieren wollen und müssen, jenseits der Intentionen der Teilnehmer Strukturen enthält, die stabiler sind als die Selbstbeschreibungen derer, die aus guten Gründen die Transformation wollen. Und ich finde, das muss man ernst nehmen. Also wenn man das nicht ernst nimmt, dann bleibt ein solcher Transformationsdiskurs ein Spezialdiskurs, in dem man zu den Gläubigen predigt
und damit selbst in einer Routine ist, die sich nicht vorstellen kann, dass für andere, und ich würde sagen für die Mehrheit der Gesellschaft, die aufmerksamkeitsökonomischen Aufstellungen, könnte man sagen, eines Weltbildes anders sind als die eigenen. Und das kann man zum Teil auch am Diskurs selbst beobachten. Meine These ist, dass wir es mit einem stabilen Konfliktsystem zu tun haben, zwischen einem, auf der einen Seite, ich übertreibe die Formulierungen, ja, preaching to the believers, und auf der anderen Seite eine Abwehr, Leugnung, Desinteresse am Thema. Stabile Konfliktsysteme, sagt der Soziologe, sind ein interessantes Muster und werden unterschätzt. Konflikte integrieren. Sie erzeugen einen Sog, der für Argumente kaum zugänglich ist und jedes Argument in den Sog einer binären Unterscheidung bringt. Sie können sich das wieder an einfacher zu beschreibenden Aggregaten ganz gut beobachten. Zum Beispiel in Beziehungen, also in Liebesbeziehungen, die sehr stark integriert werden können durch Konflikte. Und diese Konflikte sind oftmals stärker als das, was man intentional zum Konflikt sagen kann. Also ich lebe mit meiner Frau seit 42 Jahren zusammen, also verheiratet sind wir später, wir mussten irgendwann. Aber es ist sozusagen hochinteressant, dass wir uns schon oft gestritten haben. Und jeder und jede weiß, wie der Streit weitergeht. Und dass man aus dieser Dynamik des Streites auch dann nicht rauskommt, wenn ich sagen würde, Schatz, ich weiß, was du gleich sagst. Das erhöht eigentlich das Streitpotenzial, wenn ich sozusagen das noch als Lebenshilfe dazu sagen darf, falls ich noch nicht so lange mit jemandem zusammenlebe. Also ich will es jetzt gar nicht humorisieren, sondern ich will versuchen zu zeigen, dass auf dieser Aggregatebene starke Muster da sind und Konflikte sich dadurch auszeichnen, dass sie so integrativ sind, dass sie sich quasi durch den Streit selber stabilisieren. Man könnte dann, wenn man das idealtypisch beschreibt, sagen, dass die einen zum Teil völlig unrealistische und rein appellativ normative Vorstellungen zum Beispiel von demokratischen Prozessen haben. Etwa die Verwechslung der Mechanismen und der milieuspezifischen Selbstbeschreibung, die quasi ein naturalistischer Fehlschluss ist für diejenigen, die der einer offiziösen Selbstbeschreibung der Demokratie anhängen. Und sozusagen dann einen Fehlschluss von der Dringlichkeit auf die Möglichkeit formuliert. Also für diejenigen, die engagiert sind, ist schon die Dringlichkeit ein Beweis für die Möglichkeit. Das nennt man einen naturalistischen Fehlschluss. Das ist logischerweise ein echtes Problem. Und ich kritisiere nicht den Satz der Dringlichkeit, ich kritisiere den Fehlschluss. In diesem Konfliktsystem ist die andere Seite die, die sich dadurch entlastet, dass sie das Thema als milieuspezifische Form externalisiert. Der größte Killer für den Klimaschutzdiskurs ist, dass man es für ein grünes Thema hält. Also jetzt mal in Parenthese gesagt, außerhalb der Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Klimaschutzthema in Deutschland von Mitte-Rechts-Akteuren und nicht von Mitte-Links-Akteuren gelöst werden kann, wie wir in der Geschichte der Bundesrepublik immer gesehen haben, dass die Falschen das Richtige gemacht haben. Westbindung durch Adenauer, Ostpolitik durch Willy Brandt, Abgabe von nationalen Souveränitäten durch einen konservativen Kanzler Kohl, Arbeitsmarktreform, man mag zu denen stehen, wie man will, durch einen Sozialdemokraten und eine konservativ kann man sie nicht nennen, eine CDU-Kanzlerin, die bei der Flüchtlingskrise die Nerven behalten hat. Es ist ganz interessant zu sehen, dass das die Punkte sind, an denen man so ein Konfliktsystem vielleicht so ein bisschen aufbrechen kann. Parenthese geschlossen. Also die Externalisierung ist eigentlich ganz toll, weil sie dann heißt, das ist ein Privatvergnügen einer urbanen Mittelschicht, die so gut gebildet ist, dass sie nichts weiß. So ähnlich reden die Leute, ja? Und damit delegitimiert man das Thema. Und wer sich darüber wundert, hat eigentlich die Logik des demokratischen politischen Prozesses nicht verstanden, nämlich Differenzen zu erzeugen und Distinktionsgewinne zu produzieren. Demokratie ist keine Harmonieveranstaltung, sondern Demokratie ist der Versuch, Distinktionsgewinne ohne Blutvergießen zu ermöglichen. Das heißt aber, dass die Distinktionsgewinne eine Realität sui generis sind, die einen Sinn in sich selber hat. Das heißt, man wird über die Hoffnung, über demokratische Prozesse niemals das hinkriegen, was man über die Form der Selbstbeschreibung der Demokratie, die als Selbstbeschreibung ja so tut, als sei das Ergebnis eines demokratischen Prozesses ein Ja. Es ist nur eine Suspendierung eines Neins im Hinblick darauf, dass diejenigen, die nicht die Mehrheitsmeinung vertreten, loyal zu den Entscheidungen stehen, ermöglicht wird.
Diese Distinktionsgewinne gibt es übrigens auf beiden Seiten, was man semantisch an öffentlichen Diskussionen zurzeit sehr schön sehen kann. Ne? Und wenn man das wirklich mitnimmt und sagt, dass die Demokratie kein konsenserzeugender Mechanismus ist, ist es eine instabile Form, die als instabile Form, und da bin ich übrigens auch Demokratieenthusiast und würde sagen, die als instabile Form die einzige ist, die wir kennen, die in der Lage ist, unterschiedliche Lösungen für ein Problem zu präsentieren und dann so etwas wie einen Wahlakt zu ermöglichen, in dem mehr Rationalität auftaucht, als wenn das nicht der Fall wäre. Wir hoffen ja, dass sowas wie Oppositionen vor allem dazu da sind, diejenigen, die ohnehin die Mehrheit haben, wenigstens dazu zu zwingen, gute Gründe dafür zu nennen, was sie tun. Das müssen Autokraten nicht. Das heißt, müssen nicht, die können die nicht. Je stabiler Konfliktsysteme, desto weniger wird der Blick frei für die empirischen Bedingungen der Sache. Und die Frage ist, wie lässt sich Klimaschutz dann trotzdem ermöglichen, wenn er Zumutungen enthält? Und er enthält Zumutungen. Also das ist überhaupt keine Frage. Und ich würde diesen Diskurs vielleicht auch mal so führen zu sagen, dass es unglaublich viele Entscheidungen in der Gesellschaft gibt, die Zumutungen enthalten. Wenn man sich mal die Geschichte auch nur der Bundesrepublik anguckt, dann sind viele Dinge, die sich evolutionär verändert haben, Zumutungen für manche Milieus gewesen. Vielleicht ist das, was sich am stärksten verändert hat in unserem Land, in den letzten 2 Generationen oder 3 Generationen, je nachdem, wie lange man eine Generation rechnet, Dinge auf gesellschaftspolitischem Gebiet, Geschlechterrollen, das Verhältnis zu nicht-heterosexuellen Lebensformen, sozialmoralischer Pluralismus, sozialer Aufstieg und damit brüchig werden von Milieus und Klassen. Zum Teil gehört dazu auch ein Brüchigwerden der stabilen Konfliktsysteme zwischen Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Akteuren, die früher mal 90% von Stimmen abgegriffen haben, was sie heute nicht mehr können. Übrigens parallel, also das sind jetzt unter 50%, wenn man die beiden ehemals großen Parteien nimmt, parallel zu Konfessionszugehörigkeiten, die also als SPD und CDU 90% zusammenbekommen haben, auch bei 90% lagen und jetzt unter 50 sind. Was ja ein Hinweis darauf ist, dass da unglaublich viel aufgebrochen ist. Und meine Frage ist, unter welchen Bedingungen ist das gelungen? Und ich hoffe, das ist jetzt mein letzter Gedanke, ich soll ja nicht so lange reden, und ich hoffe, dass man daraus ein bisschen was darüber lernen kann, wie wir uns womöglich so etwas wie Transformation im Hinblick auf Klimaschutz vorstellen können. Also, wie ist das gelungen? Nehmen wir einfach das Thema der Geschlechterrollen. Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik wenig disruptive Ereignisse gegeben, die das Problem verändert haben. Man kann die Geschichte so schreiben, als wäre das so. Also irgendein Kongress während der 68er oder irgendwie sowas. Ja. Solche als disruptiv beschriebenen Ereignisse, das sind sie nicht, haben immer eine Vorgeschichte. Das heißt, sie müssen erstmal eine Gesellschaft auf Betriebstemperatur bringen, um so ein Thema überhaupt ansprechbar machen zu können. Und dann kann man sich in der Selbstbeschreibung, kann man so tun, als gäbe es die Ereignisse. Das finden Sie jetzt auch in Ihren Liebesbeziehungen und Ehen wieder, dass man sagt, die Dinge haben sich verändert und dann identifiziert man irgendwas. Als wir bei Opa und Oma waren und die besucht haben, da hast du das erste Mal gesagt, das. Und seitdem ist bei uns der Wurm drin. Ich vereinfache ein bisschen, nur um sozusagen an diese Gegenstandskonstitution beschreiben zu können. Wenn man es genau nimmt, haben sich gerade was Geschlechterrollen angeht, die Milieus am meisten verändert, die damit gar nichts zu tun haben wollten, nämlich die konservativen Milieus. Für die anderen ist das ohnehin ein Thema gewesen. Und die hat sich vergleichsweise unmerklich verändert, aber mit unglaublichen Konsequenzen. Mit unmerklich meine ich nicht, jetzt vorzubereiten, um Gottes Willen, Leute, macht Klimaschutz so, dass es keiner merkt. Das meine ich nicht. Mit unmerklich meine ich, dass die Leute selber überrascht worden sind über Dinge, die stattgefunden haben und sich irgendwann daran gewöhnen konnten. Wenn Sie sich die sozialen Kämpfe in anderen Zusammenhängen angucken, zum Beispiel Arbeitsschutzmaßnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik, also Kündigungsschutz, Mutterschutz und all die Dinge, wir kennen sie, ich muss es nicht aufzählen, dann hat man jedes Mal gedacht, vor allem die Arbeitgeberverbände, wir werden nicht mehr konkurrenzfähig auf Weltmärkten sein. Und 3 Monate später und manchmal 3 Jahre später sind sie durch die Welt gereist und haben damit angegeben, dass sie konkurrenzfähig sind, obwohl sie diese sozialen Standards in Deutschland haben. Und es ist doch hochinteressant zu sehen, dass diese Form der Veränderung Zumutung mit Gewöhnung kombiniert. Ich bin zutiefst davon überzeugt und es gibt eine ganze Menge an Evidenz dafür, an soziologischer Evidenz dafür, dass Verhaltensstandards sich immer nur dann ändern,
wenn sie in einer bestimmten ökologischen, sozialökologischen wohlgemerkt, Nische funktionieren können. Erziehung funktioniert zum Beispiel so oder Führung in Organisationen funktioniert so. Sie können von Leuten nur das verlangen, wofür sie die Ressourcen haben. Und dann sind Zumutungen nötig, möglich, notwendig. Der größte Fehler unseres Milieus, also gebildete Leute, die das tun, was Pierre Bourdieu die scholastische Vernunft nennt, also weiße Blätter Papier mit einer konsistenten Welt vollzuschreiben. Machen Sie gerade, ne? Das ist ein bisschen beige, aber sowas Ähnliches. Es kann auch ein weißer Screen sein. Ja? Meiner ist bei Apple inzwischen ein schwarzer Screen. Aber es ist alles sozusagen das Gleiche. Ja? Wir schreiben die Welt voll und können uns vorstellen, wie gut angeordnet die einzelnen Akteure sein müssen, damit am Ende das herauskommt, was wir uns als Utopie vorstellen. Und wir unterschätzen zwei Dinge. Wir unterschätzen die Zeitdimension, dass die Konstellation von einzelnen Akteuren in einer Echtzeit passiert, jeweils gegenwärtig. Alle handeln in einer jeweiligen Gegenwart mit den Ressourcen, die sie haben. Mit den intellektuellen Ressourcen, den kulturellen Ressourcen, den zeitlichen Ressourcen, den ökonomischen Ressourcen. Und man müsste auch sagen, mit den Vorstellungsressourcen, die sie haben. Wenn das der Fall ist, dann kann man auf evolutionäre Prozesse bauen. Mein Vorschlag ist, also wenn es darum geht, Sozialwissenschaften in eine Transformationsdiskussion reinzubringen, etwas aus Evolutionstheorie zu lernen. Evolution bedeutet zunächst einmal Variation. Wir sind alles Variationsagenten, das können wir unglaublich gut. Wir sehen etwas und wir sagen, es müsste anders sein und wir beschreiben es dann anders. Und das wird zur Kenntnis genommen als anders. Das ist noch kein evolutionärer Schritt. Evolution findet erst dann statt, wenn aus diesem Anders eine Selektion folgt. Also die Selektion würde heißen, dass das Anders, kennen Sie aus der biologischen Evolution auch, dass dieses Anders Konsequenzen für die nächsten Anschlüsse hat. Und dann brauchen Sie den dritten Schritt der Restabilisierung. Das heißt, evolutionäre Prozesse, die nur Variation beinhalten, das ist meistens unsere Aufklärung. Also unsere Berufe sind sehr stark davon geprägt, dass wir denken, wir müssten es den anderen nur erklären, dann werden sie es schon tun. Das ist unsere Deformation professionell. Das Erklären reicht nicht. Es muss sozusagen Konsequenzen haben, die sich selbst restabilisieren können. Man konnte an der Diskussion um das Heizungsgesetz, das viel besser war, als die Diskussion hinterher suggeriert hat. Ich würde sagen, da waren ein paar strategische Fehler dabei, aber darüber kann man ja diskutieren. Das viel besser war, konnte man sozusagen zeigen, dass es nur zu einer Variation reichte, die man niederknüppeln konnte. Es gab gar keine Zeit, dass es zu Selektionen kam. Damit muss man rechnen. Also ich stimme tatsächlich zu, es muss mehr Zumutungen geben, und zwar in den Medien derer, die sich verändern. Mit Medien meine ich nicht Massenmedien, sondern die Medien meine ich in den Formen, mit denen man das entsprechend macht. Und dann kennen wir ja die unterschiedlichen Dinge. Ja? Also man kann CO2-Bepreisung vorschlagen und denken, das sei eine liberale Idee, aber vergessen, dass man dafür Infrastrukturen braucht oder so etwas. Ja? Oder man kann die sozialen Folgen davon nur diskutieren und feststellen, dass der Marktmechanismus womöglich ganz bestimmte Voraussetzungen braucht, die... Ich bin kein Experte für diese Details, das interessiert mich auch nicht und da will ich auch nicht dilettieren. Ich dilettiere lieber auf meinem eigenen Gebiet. Und da würde ich sozusagen versuchen zu zeigen, dass diejenigen, die die Transformatoren sein wollen, die Bedingung der Möglichkeit dafür schaffen müssen, dass die Variation eine selektive Folge hat. Gerade weil Veränderung nicht ohne Zumutung denkbar ist, und zwar in jedem Bereich, es ist gar kein besonderer Bereich, über den wir hier reden, tritt das Trägheitsmoment besonders zutage. Also die Leute werden dann konservativ, wenn sich die Welt verändert, nicht wenn sie sich nicht verändert. Deshalb würde ich ja sagen, spielt die Musik zurzeit eher auf der Mitte-Rechts-Seite als auf der Mitte-Links-Seite, wie zum Beispiel in den 1970er Jahren, wo es um sozialen Aufstieg und Ähnliches geht. Akteure machen immer das, was sich in der Welt bewährt, in der sie leben, dann gehen auch
Zumutung. Wer denkt, man müsse es den Leuten nur ehrlich sagen, was notwendig ist, ist sozusagen in einer bestimmten Form naiv, milieubedingt naiv, weil man selbst in einer Welt lebt, von der man für sich selbst glaubt, dass es um die Einsicht durch Argumente geht. Dabei geht es vor allem um die Wiederholung von Argumenten. Darf ich noch 3 Minuten was über die Wissenschaft sagen? Zweieinhalb. Was ist die Konsequenz für die Wissenschaft? Ich will vielleicht einen Gedanken von 3, die ich habe, stark machen. Ich habe das jetzt sehr überzeichnet, wie eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf die Dinge guckt. Eine ethische wird zum Beispiel anders drauf gucken. Hilft meistens nicht so richtig weiter, wenn ich das so sagen darf. Wenn wir uns das Wissenschaftssystem angucken, dann ist das ja intern ähnlich differenziert wie die Gesellschaft. Also die Versäulung in unterschiedliche Disziplinen ähnelt der Versäulung der Gesellschaft in unterschiedliche Problemlösungszonen, wenn ich nicht Funktionssysteme sagen will. Also die Reflexionslogik des Ökonomischen, die Reflexionslogik des Rechtlichen, die Reflexionslogik des Pädagogischen, die Reflexionslogik und so weiter, des Politischen und so weiter, beschreibt sozusagen sehr stark versäult die Logik dieser unterschiedlichen Silos, dieser unterschiedlichen Säulen. Und wir stellen fest, dass wir in der Gesellschaft große Koordinationsprobleme haben, zum Beispiel ethische Überzeugungen in politischen Willen zu übersetzen und aus kollektiv verbindlichen Entscheidungen etwas zu machen, was wir selber nicht kontrollieren können, wie es etwa im Wirtschaftssystem oder in den Medien verarbeitet wird. Das heißt, es ist eine Form des Kontrollverlustes. Ich glaube, dass man Interdisziplinarität neu denken muss, nicht als summarisch, wie man das seit den 1950er Jahren gedacht hat, sondern als die Form, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst über die Differenz unserer Reflexionslogiken etwas über die unterschiedlichen Logiken der Gesellschaft rauskriegen können, um rauszukriegen, dass Transformation nicht nur komplex genannt wird, man nimmt den Begriff ja gern, wenn man nicht weiterkommt, sondern insofern komplex ist, als das Gleiche von unterschiedlichen Positionen in der Gesellschaft unterschiedlich beobachtet werden muss. Ich glaube, dass wir hier Lernprozesse innerhalb des Wissenschaftssystems haben, dann kommt auch keiner mehr auf die Idee zu sagen, follow the science, sondern was ich für eine unglaublich naive Aufforderung halte, sondern dann kommt man sozusagen dazu, dass die Wissenschaft selbst eine Form der Rationalität bekommt, in der wir feststellen, dass wir die Gegenstandskonstitution oder Konstruktion viel stärker reflektieren müssen, weil wir sehen, dass wir das alles in unterschiedlichen Welten diskutieren. Mein Beitrag besteht nur darin, vielleicht etwas stärker zu betonen, dass wir sozialwissenschaftlich und auch zum Teil ethisch über solche Fragen diskutiert, oftmals mit einem sehr, sehr, sehr verkürzten Gegenstand rechnet, nämlich mit einem Gegenstand, als sei das Aggregat, mit dem wir da zu tun haben, die Summe von individuellem Verhalten. Das ist eine Alltagstheorie des Sozialen, die zumindest als wissenschaftliche Form nicht funktioniert. Vielen Dank.